Zvanace. Kinzanishvili. Chivace. Kinzanishvili. Und Abseitsstellung von Busaev. Marco spielt gegen Busaev. Ratschnik spielt auf Schengelia. Meier, in den vergangenen Jahren der Standard-Vorstopper im Mittelfeld mit einer Defensivaufgabe aufgeboten, spielt gegen die dritte Sturmspitze, gegen Spanier, sodass der etatmäßige Vorstopper Gamow tatsächlich zum Jolly Joker werden kann, zum freien Mann im Spiel. Gamow, Nummer 4. Tbilisi, Spanier, die ersten 6 Minuten gespielt, 0:0 zwischen GAK Rinschu und Dynamo Tiflis, aber der GAK im letzten Jahr Fußballer des Jahres in der UdSSR. Schengelia, Spanier. Meier. Super schnell abspielen. Riedel. Guter Schuss von Riedel. Schengelia. Oder Gamow. Riedel. Beilitz. Ja, jetzt müsst ihr schießen. Voll russische Schlachtenbummler sind hier auch im Stadion, deren Rufe jetzt schon lauter zu hören sind als jene der 8000 steirischen und österreichischen Fußballzuschauer, die hergekommen sind. Aber es ist verständlich, es ist halt gar nichts los momentan in diesem Spiel. 40 Minuten torlos, 0:0 vorbei. Busaev und Tor 1:0. 1:0 für Dynamo Tiflis und eingeleitet von Busaev, ein Stangl-Pass Altwiener Prägung, und ich glaube Schengelia war es, der Linksaußen, der hier diese Möglichkeit, die sich geboten hat, nicht ausgelassen hat. In der 40. Minute das 1:0 für Dynamo Tiflis, und damit ist auch die geringe Hoffnung, die der GAK noch hatte, um vielleicht das Europacup-Wunder zu realisieren, vorbei, denn nun hat es die Der schießt Bibi. Hektisch spielen. Schengelia. Busaev. Ja,
schwarze Möglichkeit für weiß. Zweimal in die Zange genommen, das nicht reicht. Für Meier. Stering. Oder. Aber es ist wesentlich mehr. Caraselia. Meier. Ratschnitt. Moder. Weiß. Moder. Weiß. Jetzt einmal 4 gegen 3. Und dann ein gefährlicher Rückpass, das gibt es noch Eckball. Und Kopfball von Gamma auf, aber Torwart. Ja, Nishvili. Svanadze. Taraselia. Das muss Elfmeter geben. Hohnwarter war mit der Hand am Ball. Er hat Pech gehabt. Er ist ausgerutscht. Hat den Ball aber dann mit der Hand blockiert. Unbewusst. Das war sicher nicht Absicht. Denn er rutschte genau in den Ball in einen Schiedsrichter. Sladano stand unmittelbar daneben. Und das war eine Reaktion, die einfach einmal passiert, wenn man ausrutscht. Auf den Ball fällt ihn unbewusst blockiert und Schiedsrichter Zlatanos musste auf Elfmeter entscheiden. 62. Spielminute. Elfmeter für Dynamo Tiflis. Nach dem Endspiel von Hohnwarter im Strafraum. Und Schengelia, der Elfmeterschütze vom Dienst bei Tiflis, wird wieder schießen. 2:0 Tiflis hat erzielt und jetzt auf die Chance zum 2:0. Tor 2:0. Zweifacher Torschütze bisher. Schengelia. Und damit führt Dynamo Tiflis total bereits mit 4:0 in der Auseinandersetzung der ersten Runde im Europapokal der Pokalsieger gegen den Club. Sulla Quelice. Doktor. Stering, der mit Wacker Innsbruck schon international tätig war. Weiß. Gammauf. Freistoß für den GRK. Ratschnick. Moder. Jetzt müsste der Riedl mal schießen. Und Tor! Tor durch Riedl! Nur noch 2:1 für Riedl. Eine Minute nach dem 2:0. Erzielt.